So, Lydia Steinbach, gefühlt inventarisiert hier schon bei Wahl steht. Wie lange bist du schon hier? Ich bin Regierende, war meine erste Saison 2006. 2006 okay. Noch Regionalliga damals. Ja, genau. Ja. Und da jetzt auch gleich die Frage mal. 2006, letztendlich denn bis 2011 wart ihr ja sogar in der ersten Bundesliga. Jetzt seid ihr wieder das erste Jahr in der zweiten Bundesliga. Ja. Was ist da anders als damals von der Mannschaft oder insgesamt gesehen? Damals, da haben wir das einfach so gemacht wie die zwei Gegner, die wir jetzt hatten, Aachen und Blau-Weiß. Ne? Viel eingekauft, viele Ausländer, viel Geld rausgeschmissen. Und das ist jetzt anders. Jetzt, wir sind letztes Jahr aufgestiegen aus der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Und wir, die Coaches und die Mädels, haben von Anfang an gesagt, wir wollen so bleiben, wie wir aufgestiegen sind. Und wir sind so geblieben. Wir haben nur, leider hat uns Melanie verlassen, dafür haben wir Jelena vorne bekommen. Auch ein tolles Mädchen. Es ist einfach schwer, das wussten wir aber von Anfang an. Und jetzt haben wir natürlich gleich die drei Knallerspiele vorne weg. Müssen wir versuchen, gut durchzukommen. Das Team hält zusammen, es ist immer noch, es macht Spaß. Und dann die letzten drei Spiele, dann müssen wir dann gucken, wie gut wir dann wirklich sind und ob wir hierher gehören oder nicht. Ja, ja, du hast es eben gerade gesagt, gegen Aachen das erste Spiel und heute gegen Blau-Weiß lief ja nicht hundertprozentig so. Die kommen beide aus der ersten Liga runter, ne? Ja. Vollgepackt mit Profis. Das ist einfach schwer, die sind kompakt von vorne bis hinten und wir sind auch gut, aber die sind halt noch einen Ticken besser als wir. Gut. Ja, apropos, wie lief das denn bei dir heute, dein Einzel erstmal? Also man hört dich ja immer ein bisschen fluchen. Auch ich war nett für die Kacke, die ich gespielt habe. Ja. Ich habe vorhin Ralle gefragt, ob er noch jemanden kennt, der schlechter bei Wind spielt als ich. Aber der hat eiskalt Nein gesagt. Es ist tatsächlich so, ich bin wirklich ein schlechter Windspieler. Ich versuche es mittlerweile zu akzeptieren. Ich kann es trotzdem nicht. Okay. Ich kann nicht bei Wind spielen. Okay, zum Glück haben wir ja nicht immer Wind hier. aber es gab ja schon mal, das habe ich zufällig erfahren, also wirklich richtig Erfolge bei dir, international. Irgendwie Universade hast du mal gespielt und mit einem sehr markanten Tennisprofi auch bei den deutschen Meisterschaften im Mixed recht gut gespielt. Erzähl doch mal. Ach, das war eine schöne Erfahrung. Ich war dreimal bei der Universade und habe zwei Medaillen gewonnen. Das ist eine tolle Erfahrung. Das ist einfach für Tennisspieler was wir ja sonst nicht haben. Ne? Dieses einfach so viele Sportarten, so diese Zusammengehörigkeit. Und das war eine tolle Zeit. Mit Carsten. Das Welcher Carsten? Carsten Brasch. Ja. Brille. Das war auch toll, da mit ihm Mix zu spielen. Das hat einfach Spaß gemacht. Wir sind zweimal angetreten, zweimal deutscher Meister geworden. Na, das war doch eine tolle Zeit. Das stimmt, ja. Liegt ein bisschen zurück, deshalb auch mal so die Frage an dich. Du bist ja nun kein, ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, du bist ja kein Tennis-Teenie mehr. Wie lange machst du noch? Weiß ich nicht. Ich habe mir diese Frage auch schon aufgestellt. Also heute war es natürlich meine Motivation jetzt nicht. Es ist einfach, wenn nichts funktioniert, ist es natürlich schwer. Aber sonst, mir macht das immer noch Spaß. Ich kann immer mithalten noch. Ich denke, solange der Körper eigentlich noch möchte. Also noch ein paar Jährchen. Wie alt ist denn? Ich muss ja auch einfach gucken, wenn die Mädels dann besser sind, warum soll ich dann... Dann kommst du zu uns in die zweite, die heute gewonnen hat übrigens. Ja. Herzlichen Glückwunsch, zweite Mannschaft. Danke. Wie alt ist deine Sophie jetzt? Sophie ist 11. Also dürfte sie in 2 Jahren spielen. In 2 Jahren dürfte sie spielen, genau. Dann mit Mama zusammen. Mit Mama in der zweiten. Das ist, auch ein Plan, das ist ein Wort, das ist ja auf Zellulit gespeichert und wird auch nie wieder gelöscht. Letzte Frage. Ja. Wir sind hier ja im Tennis-Leistungszentrum in Wahlstedt. Sind viele jüngere Spielerinnen, so ja auch bei uns in der zweiten, teilweise eben 13 Jahre alt, 14, 15. Du als Profi jetzt, die träumen natürlich davon, mal Profi zu werden, eine Profikarriere einzuschlagen. Du warst es. Was hast du für diese Küken mal so als Tipp nochmal zum Ende? Also es ist ein unfassbar langer Weg. Es ist so schwer. Du musst arbeiten, du musst bereit sein zu arbeiten in jeder Situation, in jedem Moment musst du an dir arbeiten können und wollen vor allen Dingen. Und du musst vor allen Dingen auch hören auf deine Coaches und auf die Menschen, die dir helfen wollen. Mhm. Es ist nicht immer leicht, auch mit Kritik umzugehen, aber
das gehört einfach dazu, das gehört zu den guten Spielern. Und du musst lernen, mit Druck umzugehen. Du hast immer Druck, egal wie du heißt. Der Druck ändert sich nur, ne? Aber Druck ist immer da, du musst einfach damit umgehen können und arbeiten. Es führt nichts am Arbeiten vorbei. Alles klar. Ja, dann haben die Lütten ja noch ein bisschen was vor sich. Sonst können sie auch gerne, weil du ja hier Trainerin bist, ja, auch bei dir sich Rat und ja, Rat holen. Immer. Lüdi, erstmal vielen Dank. Darf auf viele Jahre noch hier bei Tennis Wahl steht. Auf jeden Fall. Und viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Vielen Dank. Dankeschön.